Ich bin heute hier von der Firma Blanco. Wir sind der globale Marktführer für den Bereich Datenlöschung. Ja, das heißt also, dass wir unseren Kunden helfen, ihre Daten und Datenträger sicher und effizient zu löschen. Ja, also immer, wenn Sie Datenträger entsorgen müssen, denken Sie an uns, weil wir hier die führenden Lösungen an den Mann bringen. Sie sehen es am Titel, der Preis der Zerstörung. Warum heißt die Präsentation so? Und es geht hierbei um den Vergleich zu unserem größten Wettbewerber. Das ist die physikalische Zerstörung. Ja, das ist auch das Schreddern auch genannt, ja, also wo wir wirklich im Markt noch ganz häufig in Kontakt kommen. Und ich heute einfach mal die Gründe dafür darstellen möchte und auch eben eine gute Option aufzeigen möchte. Genau, woran liegt es denn, dass die physikalische Zerstörung noch immer so weit verbreitet ist? Und das überraschende Ergebnis eigentlich aus einer unserer Umfragen bei unseren Kunden hat dazu geführt, dass wir festgestellt haben, dass eben 27% der Befragten gar nicht wussten, dass es eine Alternative gibt. Ja, deswegen ist mein Job im Prinzip heute hier relativ einfach, weil ich einfach nur auf diese Optionen hinweisen will, die es gibt dazu. Ja. Und weitere 39% haben gesagt, dass sie der Meinung sind, dass das physikalische Zerstören von Datenträgern die effektivste Methode ist, die günstigste. Auch ein Trugschluss, und ich will auch das gleich aufzeigen, warum das ein Trugschluss ist. Genau, wir haben ja verschiedene Vorteile und Nachteile, ja, und ich habe die in den unterschiedlichen Folien eben so sortiert, dass ich gesagt habe, ich fange mal mit einem der wichtigsten an, der gerade im letzten Jahr, ganz stark an Bedeutung gewonnen hat, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Ja, das heißt, es ist ja relativ offensichtlich, dass eine geschredderte Festplatte gegenüber einer gelöschten Festplatte, die Sie weiter nutzen können, Nachhaltigkeitsvorteile haben, ja. Das heißt also, mit einer Festplatte oder mit einem Datenträger, den Sie nach dem Löschen weiterverwenden, können Sie eben Ihrem Unternehmen helfen, zum Beispiel seine Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Da ergeben sich dann schöne Optionen wie Weiterverkaufen, Weiterverwenden, Leasingrückgabe etc., was eben alles einen Nachhaltigkeitseffekt mit sich bringt. Der zweite Punkt, der natürlich auch für alle IT-Organisationen wichtig ist, ist das Thema Effizienz. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass ca. 39% der Befragten gesagt haben, dass eine physikalische Zerstörung günstiger ist. Aber auch das ist natürlich nicht richtig. Ja, also durch softwaregesteuerte Löschprozesse lassen sich zum Beispiel wunderbare Effektivitätssteigerungen erzielen, da die Prozesse automatisiert ablaufen können. Ja, stellen Sie sich einen netzwerkgesteuerten Löschprozess vor, bei dem Sie 1000 PCs parallel zur selben Zeit löschen, egal wo Sie stehen, über zum Beispiel eine Remote-Löschung. Ja? Das ist natürlich deutlich effizienter, als wenn man Festplatten ausbaut, zwischenlagert, schreddert und dann eben immer noch das Gerät übrig hat, was man auch noch entsorgen muss. Ja? Also sehr schöne, also im Prinzip haben alle unsere Kunden im Vergleich zum Schreddern festgestellt, dass es eben nicht günstiger ist als Softwarelöschung. Könnte ich auch noch ins Detail gehen, aber das ist natürlich ein bisschen knapp für 15 Minuten. Wir sind ja hier in der Halle auf Stand 733, wo wir auch Live-Demos durchführen, wo man sich das auch mal zeigen lassen kann. Aber der nächste Vorteil zum Thema Effizienz ist halt der Verkauf und die Leasingrückgabe. Das ist ein sehr plastisches Beispiel, weil es sich sehr einfach darstellen lässt, warum Schreddern eben nicht günstiger ist als Löschen. Das habe ich mal auch in einem Beispiel mitgebracht. Ja, das kommt aus derselben Umfrage. Ja, das sind halt also echte Daten von den Befragten. Die haben halt angegeben, dass die Kosten fürs physikalische Zerstören bei ungefähr 18 Euro liegen pro Datenträger. Und wenn Sie dann auf der anderen Seite noch berücksichtigen, dass ja die Neubeschaffung eines Datenträgers beziehungsweise auch der Verlust durch den nicht mehr möglichen Wiederverkauf noch dazukommt, können Sie mit ungefähr 50, 60, 70 Euro Kosten pro Datenträger für einen Schredderprozess rechnen. Ja, und das können Sie für Ihre eigene IT-Organisation hochrechnen. Und das sind erstmal schon ganz einfache Punkte, wo Sie sagen, ja, das Geld kann ich mir sparen,
indem ich eben die Datenträger lösche und dann eben weitere Nutzung zuführe, zum Beispiel in einem Verkauf. Compliance, ein wichtiger Punkt, der auch übers physikalische Zerstören, sag ich mal, schwierig erfüllbar ist. Es gibt solche Optionen, aber in der Regel wird eine Tonne abgeholt und dann wird unterschrieben, dass eine Tonne abgeholt wird, ja, und geschreddert wurde. Mit einer softwaregesteuerten Datenlöschung haben Sie immer einen, ja, einen manipulationssicheren, revisionssicheren Löschbericht, der Ihnen ganz detailliert darstellt, wann wurde welcher Datenträger mit welchem Erfolg gelöscht. Ja, und das hilft Ihnen in dem Moment, wo Sie einen Prozess nachweisen müssen, ja, was passiert in der Auslandsniederlassung, in dem anderen Standort. Sie bekommen den Löschbericht und darüber haben Sie wunderbar dokumentiert, dass der Prozess auch so durchgeführt wird, wie er geplant ist. Ja, und ja, das ermöglicht Ihnen eben auch diesen ganzen Prozess lückenlos durchzuführen. Ja, ich habe hierzu auch ein Beispiel mitgebracht. Ja, so sieht ein Löschbericht mal jetzt aus. Ja, das kann man halt dann schon erkennen, dass man da eben ein werthaltiges Dokument hat, was im Ernstfall auch bei einem Verlust dann eben auch ein gerichtsfestes Dokument ist. Jetzt kommen wir im Prinzip zum wichtigsten Punkt, ja, da das Thema Sicherheit natürlich die Basis ist. Ja, wenn Sie sich überlegen, okay, wechsle ich vom Schreddern zu einer Löschsoftware, dann spielt es ja eine ganz große Rolle, dass Sie sagen, ich fühle mich da auch sicher. Ne? Ich will da kein Risiko eingehen. Warum soll ich ein Risiko eingehen, wenn ich doch einen guten Prozess habe? Und deswegen halt nochmal hier die ganz klare Message, dass eine softwaregesteuerte Datenlöschung 100% sicher ist. Ja? Wir haben keine Risiken. Wir haben zertifizierte Software-Tools vom BSI, Common Criteria. Sie sind da komplett in einem sicheren Hafen, wenn man so will. Und ja, das gilt auch für SSDs. Ja, also das gibt ja immer noch im Grundrauschen bei unseren Kunden die Meinung, dass SSDs irgendwie ein Risiko bei der Datenlöschung darstellen. Aber wir sind seit über fünf Jahren bereits in der Lage, SSDs sicher, 100% sicher zu löschen und auch da die ganzen schönen Vorteile der Datenlöschung anzubringen. Weitere Vorteile im Sicherheitsbereich sind natürlich, dass man übergreifende Prozesse, einheitliche Prozesse, homogene Prozesse in einer Organisation einfacher umsetzen kann. Nach meiner Erfahrung sind viele Organisationen im End-of-Life-Bereich von Datenträgern sehr heterogen aufgestellt. Da wird hier mal geschreddert, da wird eine Freeware genutzt, dann macht es mal einen Dienstleister, beim nächsten Standort noch einen Dienstleister. Mit Hilfe einer Softwarelösung können Sie eben diesen Prozess vereinheitlichen, was die Sicherheit natürlich positiv beeinflusst. Und wenn Sie das dann auch noch vor Ort machen, ja, also zum Beispiel über die angesprochenen Netzwerklöschungen, können Sie eben PCs da löschen, wo sie stehen. Ja. Sie brauchen nicht zu transportieren, niemand muss die anfassen. Die Geräte können da gelöscht werden, wo sie abgeholt werden, was nicht nur Wirtschaftlichkeit positiv beeinflusst, sondern eben auch ganz klar den Sicherheitsprozess. Genau, hier nochmal die Übersicht der Vorteile. Ja, wir haben eben Nachhaltigkeit, Effizienz und Compliance positiv beeinflusst. Und auf dem Bereich Sicherheit würde ich jetzt im Folgenden nochmal eingehen, weil es sehr wichtig ist, dann zu sagen, was ist denn eine professionelle Löschsoftware? Weil Sie natürlich nicht nach Hause gehen können und sagen können, ah, ich lade mir mal eine Freeware runter und dann kann ich ja jetzt alle Vorteile von der Datenlöschung mir zu Gemüte führen, sondern Sie brauchen ja eine professionelle Datenlöschsoftware, die 100% Sicherheit generiert. Deswegen habe ich hier mal eine Prioritätscheckliste für Software mitgebracht. Ja, es gibt natürlich noch mehr, aber das sind mal ganz essentielle Eckpfeiler, die Sie einschlagen können. Wenn eine Löschsoftware diese mitbringt, dann sind Sie schon mal auf der richtigen Seite. Ja, weil wir haben zum einen eben den angesprochenen Löschbericht. Das ist natürlich essentiell, ja, dass ein Sicherheitsprozess, der keinen Nachweis hat, hat nicht stattgefunden. Deswegen brauchen Sie einen Löschbericht, der Ihnen Ihre Arbeit nachweist und dann eben auch im Auditprozess eine Dokumentation ermöglicht. Ja. Wenn Sie den dann auch noch zentral sammeln können und archivieren können, ja, dann steht eben dem nächsten Audit eben nichts entgegen, dass Sie da ganz entspannt die Löschberichte hervorholen, wenn dann gefragt wird,
Wie machen Sie denn Ihren Decommissioning-Prozess im Unternehmen? Der nächste Punkt, den finde ich auch sehr wichtig, na, aber auch eben den zweiten Punkt, der gehört im Prinzip dazu. Ja, das eine ist, dass die Lösung zertifiziert sein muss. Ja. Es hilft Ihnen ja nichts, wenn ein Mann-Unternehmen Ihnen eine Software zusammenschraubt, die irgendwie Datenlöschung macht und sagt, passt, dann haben Sie natürlich das volle Risiko, dass es eben doch nicht passt und schief geht. Ja, und egal, ob das Blanco ist mit 40 Mann in der R&D für eine Löschlösung, ja, wir sind natürlich der Marktführer, aber Sie müssen halt nicht nur dem Hersteller vertrauen, sondern Sie haben eben auch die Option, über die neutralen Zertifikate diesen Löschprozess so zu managen, dass Sie sagen, ja, okay, ich habe hier einen neutralen Nachweis, dass die Löschungen auch wirklich 100% funktionieren. Ja? Und das sind halt Zertifikate, wie die Zulassung vom BSI, Common Criteria, die halt eben HDDs, SSDs betreffen, ja? Die dann Ihnen wiederum so den Peace of Mind mitgeben, dass Sie sagen, okay, das, was da passiert, wenn der Löschbericht wirklich erfolgreich gelöscht darstellt, dann ist es auch, hat es auch stattgefunden. Und das ist eben der zweite Teil bei der Zertifizierung. Und da würde ich gerne auch nochmal besonders darauf hinweisen. Schauen Sie bitte auch, dass die Zertifikate auch dafür gemacht sind, wo Sie die Software einsetzen wollen. Ja? Wenn Sie eine Löschsoftware einsetzen, die für die Löschung von HDDs zertifiziert ist und Sie löschen damit SSDs, dann sind Sie wieder in derselben Situation wie vorher, dass Sie im Prinzip eine unzertifizierte Software einsetzen, die im Ernstfall gar nicht für den Nutzungszweck gedacht ist. Das heißt, löschen Sie, ja, ist auch ein gutes Beispiel, das populäre Freeware-Tool D-Bahn, ja, das funktioniert auch super auf SSDs. Es läuft durch, stürzt nicht ab, macht aber mit SSDs im Prinzip im Ernstfall gar nichts, ja, aber sagt Ihnen trotzdem, jo, super, ist erfolgreich durchgelaufen, hat aber am Ende vielleicht gar nichts gelöscht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass Sie schauen, ist die Software eben auch für den Use Case zertifiziert. Und darüber hinaus, und weil wir hier auch einen starken BSI-Content haben, Kontext haben, ist es so, wenn Sie eine Zertifizierung benötigen, und das ist ein gutes Beispiel, die BSI-Zulassung, ja, dann fragen Sie das Unternehmen auch explizit nach der BSI-Zulassung und nicht nach BSI-konform, BSI-Löschalgorithmus, ja. Wir haben erst letztens wieder ein Gespräch gehabt, wo das Unternehmen der Meinung war, sie hat ein BSI-konformes Tool im Einsatz, aber diesen Prozess, also diesen Begriff gibt es gar nicht BSI-konform. Ja? Da muss man halt schon mal noch eine Ebene mehr fragen und sagen, okay, was meinte meine Security-Abteilung? Meinen sie eben vielleicht doch BSI zugelassen? Und hat dann dieses Unternehmen, was ich da gerade im Einsatz habe, die Software wirklich auch eine BSI-Zulassung oder hat es einen 10 Jahre alten Löschalgorithmus, der mal irgendwann vom BSI freigegeben wurde. Ja, das ist auch wieder ein qualitativ großer Unterschied, ja, der im Ernstfall wirklich auch einen großen Schaden anrichten kann, weil ja am Ende Sie in der Verantwortung sind, dass Sie ein BSI-zugelassenes Tool einsetzen. Und wenn dann irgendwas schief geht, guckt man Sie an im Ernstfall. Deswegen schauen Sie, dass die Lösung dann eben auch für Ihre spezielle Anforderung zugelassen, zertifiziert, freigegeben ist. So, das Schöne ist, wir können dieses vielleicht trockene Thema Datenlöschung ein bisschen mit einem Genussfaktor verfeinern. Ja, wir haben jetzt gleich im Anschluss die Möglichkeit, aufkommende Fragen, ja, auch bei einem Snack und einem Bier zu besprechen. Wir sind hier in der Halle auf Stand 744 und freuen uns auf Ihren Besuch gleich im Anstand, hier gleich im Anschluss, gleich hier um die Ecke. Dann können wir da gerne über Ihre gegebenenfalls auftretenden Fragen sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.